Hallo zusammen, ich bin es mal wieder, die Tina. Ich habe ja jetzt schon eine ganze Weile keine Videos mehr gemacht und habe mir gedacht, ich muss das unbedingt mal wieder ändern. Ich hatte in letzter Zeit ein bisschen viel zu tun. Ich habe zwei Projekte gemacht. Eins davon habe ich auch schon auf meinem Blog vorgestellt. Das ist ein Kalender, ein Ausmalkalender für Erwachsene. Und ihr könnt ja gerne mal gucken gehen. Die Adresse ist blog.tinas-welt.de. Da ist auch ein kleines Gewinnspiel noch bis Ende diesen Monats. Da könnt ihr ja auch daran teilnehmen, wenn ihr möchtet. Ja, ich habe trotz, dass ich so wenig hier gemacht habe, seid ihr total klasse und habt mich einfach wirklich super viel abonniert. Ich habe mittlerweile schon fast 500 Abonnenten. Ja, toll, danke, finde ich ganz klasse. Und deswegen habe ich mir auch gedacht, ich muss dringend mal wieder hier was tun. Und das ist jetzt das erste Video, was wieder startet. Ich habe vor, da jetzt noch ein paar mehr zu machen. Aber jetzt sind wir erstmal bei dem einen. Was mache ich hier? Ich habe in letzter Zeit ziemlich viele große Motive gemalt und habe jetzt einfach einmal genau das Entgegengesetzte getan, nämlich sehr kleines Motiv. Das Format, was ich hier gerade zeichne, das seht ihr ja, da sind drei Stück auf dieser Karte aufgezeichnet, die habe ich mir schon ausgemessen. Und das Format ist von sogenannten Kakaokarten. Kakaokarten sind Karten, ja, wenn man da im Internet ein bisschen nachliest, ist das ja, einfach von Künstlern hergestellte Karten auf einem etwas festeren Papier, damit die auch etwas stabiler ist in ganz bestimmten Maßstab. Und gestalten kann man die, wie man möchte. Und es gibt verschiedene Seiten, die dann diese Karten zeigen, wo es dann Foren gibt, wo man die zeigen kann, beziehungsweise wo man die tauschen kann oder auch verkaufen kann. Und mich hat einfach dieses kleine Format mal gereizt, nachdem ich die ganze Zeit so große Bilder gemalt habe und habe da einfach mal angefangen. Ich werde wohl in nächster Zeit auf meinem Blog auch noch ein paar zeigen, die ich schon fertig habe, wo ich jetzt kein Video zu gemacht habe, wo ich einfach mal ein bisschen rumprobiert habe. Und hier bei diesem habe ich mir jetzt aber gedacht, okay, auch gerade dieses kleine Format ist schön für ein Video, das dauert nicht so lange, da wird euch nicht langweilig beim Zuschauen. Und ja, habe einfach mal angefangen hier mit einem Fineliner von Nikon, diese Sakura Fineliner, ein Muster zu zeichnen. Ups, hier bin ich etwas runtergerutscht. Und mal jetzt gleich die Karte mit den Mustern weiter zu und danach male ich sie noch aus. Ich möchte gerne vier von diesen Kakaokarten mit bestimmten Farben zeichnen. Die habt ihr vorhin schon gesehen, die hatte ich vorhin mal mit auf den Tisch gelegt. Eine Karte habe ich schon fertig, die seht ihr dann auf meinem Blog mit. Und hier male ich jetzt die zweite Karte und die anderen zwei seht ihr ja schon, die sind schon ausgemessen, aber noch nicht fertig. Da bin ich mir am Überlegen, ob ich die vielleicht auch als Video machen soll. Könnt ihr mir einfach mal in den Kommentaren schreiben, ob euch das interessiert, ob ich die weiter zeigen soll, wie ich die zeichne. Und jetzt würde ich sagen, halte ich einfach mal meinen Mund und lasse euch gucken. Bis später.
Ja, hier fange ich jetzt an, die Karten auszumalen. Ich benutze hier von Faber-Castell Pitt Artist Pens, und zwar die Brushes. Die haben vorne eine Pinselspitze, wie man sehen kann. Und damit bin ich sehr flexibel. Ich kann also sehr breite Striche ausmalen und große Flächen recht schnell füllen. Habe aber auch eine dünne Spitze, womit ich halt eben die ganz feinen Linien, wie hier jetzt zum Beispiel, einfach und schnell füllen kann, ohne direkt mir einen anderen Stift nehmen zu müssen. Ja, ich habe fünf Farben benutzt plus Weiß. Und zwar ist das einmal ein Purple-Violett, das kommt gleich noch. Dann haben wir ein Türkis, Light-Kobalt. Ein My Green. Dann haben wir hier noch, was für eine Farbe ist das? Da steht gar nicht drauf. Das ist ein dunkleres Blau, so ein bisschen auch ins Türkis rein. Da steht leider kein Farbname drauf. Es ist auf jeden Fall die 153, das dunklere Blau, was ihr gleich sehen werdet. Und das Gelb, das ist ein Dunkelchrom-Gelb, die Nummer 109. Und als weißen Stift benutze ich einen Gel-Roller auch von Sakura. Das funktioniert auch ganz gut auf dem Papier. Ich habe ein Aquarellpapier benutzt von Lukas mit 220 Gramm. Das ist ein bisschen dicker, das ist super schön. Das fühlt sich auch eher wie eine Karte an, was es ja nachher auch werden soll. Und jetzt male ich einfach so, wie ich denke, die einzelnen Bereiche aus. So, leider ist hier mein Video abgebrochen. Meine Kamera hat nicht weiter aufgezeichnet. Ich weiß noch nicht, warum nicht. Deswegen gibt es jetzt hier nur ein Bild, aber ich war ja auch schon fast fertig. Wie ihr sehen könnt, ist nicht mehr viel Farbe dazugekommen. Ich habe nochmal ein Bild gemacht, als ich noch kein Weiß hinzugefügt hatte. Und hier seht ihr zum Schluss noch das Bild mit den hinzugefügten Highlights. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht, genauso wie mir. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt oder Anregungen, Kommentare habt, lasst die gerne hier unten unter dem Video zurück. Ich lese sie mir auf jeden Fall durch und ich sag mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.